The Alchemist. He lives here with his two lovely daughters. Ersten Tag des Jahres. Keine Ahnung, ob das jetzt was gebracht hat. So, wo ist denn jetzt mein Ding jetzt hier? Und wie ist jetzt überhaupt mit dem... mit dem Wagen aus? Ich weiß jetzt nämlich nicht, wie viel Dings die haben und wie denn die Preisgarantie von den abgebauten ist. Wie nennt sich das? Von den abgepackten Kartoffeln ist. Ob die sehr stabil ist oder nicht so stabil. Also entweder ist die Ausdauer ein bisschen buggy oder die Ausdauer wird nur von dem Wagen angezeigt. Nehme ich auch sein. Oh, und ich muss auch noch auf Diebe aufpassen, damit ich nicht ausgeraubt werde, weil das will ich nämlich nicht. Gehen erstmal hier zu dem Hof hoch. Da ist mein Arbeiter. Mensch. So. Wo waren denn die Diebe? Die waren hoffentlich hier unten. Die lassen mich größtenteils in Ruhe. Ihr habt eine Kampfzone. Ja, tolle Kampfzone. Aber das fetzt irgendwie. Keine Ahnung. Ich habe sogar wirklich Kartoffeln hier drin. Das fetzt. Ich habe wirklich die Gegenstände drin, die ich gekauft habe. Naja, bis auf das Holz. Das habe ich jetzt eigentlich nicht drin. So. Jetzt muss ich erstmal ein bisschen hart lenken. Das Dumme ist, man kann nicht so langsam traben und... Boah, man kann ruhig mal hier den Wenderadius ein kleines bisschen runtersetzen. Okay, stopp, 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 stopp. Okay. Perfekt. This is Logia's Farm. 121. Oh. Egal, 121. Also das ist jetzt ein bisschen. Nee. Könnte besser sein. Und hier war das, wenn man. Man kriegt, glaube ich, bessere Preise oder irgend sowas, wenn man dies verbunden hat. Wir haben ja zum Glück bis zum westlichen Lager das verbunden. Von daher könnte der mir nicht noch irgendeine Quest geben. Severinus Handelsquest, ja. Annehmen. Ja. The field is a mess, but you can dig up some potatoes. So, was war das jetzt? Kartoffelstärke vom Laubenhof an andere Händler, bis ihr 3800 Silbermünzen verdient. Okay. Goblins are cowards. So, Kartoffelstärke vom Laubenhof. Nehmen wir doch. Nehmen. Bestätigen. Alles kaufen. Yep. Wenn ihr mit Handelswaren reist, begegnet ihr vermutlich auch einmal einen Dieb. Ja, das ist toll. Gut. Ja, ich dachte, ich hätte mal bessere Preise gehabt hierfür, aber gut. Entfernungsbonus 2%. Oh, den gibt es ja auch noch. Oh, ja. Und besondere Balenos-Kräuter. Die sind leider ausverkauft. Das ist schade. Ah, Menno. Wieso kann ich nicht mal in den Wagen gucken, ohne... Ohne. Ich muss hier immer reinchecken. So, 1. Hier ist das drin. Das hat ziemlich interessante Preis-Leistung. Okay, wohin gehen wir denn jetzt immer? Wir wollen hier runter. Wir wollen erstmal... Da müssen wir überhaupt nicht hin. Das machen wir dann beim Rückweg. Wir fahren erstmal hier runter. Und das dann auch bitte irgendwie... Kann ich denn... Linksklick eine Position teilen. Doppelklick eine Flagge anzeigen. Umschalttaste, Position. Okay, doppelklicken. Ja, okay. Nein, das muss jetzt auch nicht sein. Was? Kosteninvestition. Ach so, nee, das ist nur Energie. So, jetzt weiß ich auch, wieso die Stadt so einen orangenen Ring drum hat. Die Städte sind immer automatisch verbunden, weil von denen immer was ausgeht und da kriegt man keine Punkte wieder zurück, wenn man die jetzt zum Beispiel wegnehmen würde oder so. So, wir wollen jetzt dahin und wir wollen das möglichst ohne Strapazen machen. Ja, wobei, ich könnte eigentlich schon hier oben lang. Und wenn ich hier lang gehe, muss ich nur ein bisschen auf
die Diebe achten. Das heißt, wir gehen mal zu diesem Wegpunkt hier oben. Zum Agris-Lager. Und wenn wir dann wieder zurückfahren, können wir das dann anderweitig probieren. Vor allem habe ich 15 Talentpunkte. Seit wann das denn? Die hatte ich doch gestern noch nicht gehabt. Hm? Die sind einfach aus dem Nichts gekommen. Ich kann natürlich auch Tee machen hier. Das geht automatisch. Aber das... Ja, das scheint ein bisschen langsamer zu sein. Oder? Beziehungsweise ist es nicht rund genug. Ich kann hier so ein bisschen die Kurven schneiden, wenn ich über die Wege fahre. So nah wie möglich an den inneren Rändern vorbeigehen. So, und hier oben ist dann nochmal eine Quest. Hm. Was muss ich denn hier oben überhaupt machen? So, wunderschön. Was ist das denn für eine Quest? Es ist, sorgsam Halskette. Okay, Halskette. Geht los. Magier, on the way. Moment. Ja, geht so. Das Dumme ist, ich will die Standardfähigkeiten überhaupt gar nicht erst verbessern, weil ich wieso überhaupt... Gleich die Pool nehmen, da spart man sich die Talentpunkte. Ja. Und ich habe rausgefunden, wie man denn die Bewertung für Kreaturen verbessern kann. Und zwar muss man das in einer Stadt wieder zurücksetzen. Und diese Stadt nennt sich Wunder Kalfeon. Wo ist denn Kalfeon? Kalfeon war irgendwo im... Das war, glaube ich, die Wüstenstadt. Und daher echt toll. Gegenstände wurden ganz zuhauf verkauft. Sehr gut. Wenn ich die wenigstens verkaufen kann, heißt es, ich mache Plus. Und wenn ich dann das Geld ausgebe, um... Energie von hast du nicht gesehen zu bekommen, ist das auch wieder gut. Habe ich die Eichelkelle schon? Was ist jetzt los? Sucht Schiffswerft. Nein. Verkauf Kartoffeln, Verkauf Schiffsle, Heidel. Also, na gut. Vielleicht muss ich den jetzt 900 hast du nicht gesehen in eine Richtung wieder zurück. 900 sonst wie. Ja, komm, mach mal irgendwann mal. Ich will aber erstmal hier zum Außenposten runter. Was könnte ich denn noch machen? Ich könnte erstmal noch ein paar von denen killen, da kann ich wenigstens noch ein bisschen was abgeben dann. Bringt mir aber jetzt auch nichts. Gleichzeitig, ist mir gerade mal eingefallen. Grund dafür, oh Wunder, ist die Tatsache, dass ich den Punkt nicht verbunden habe. Also, wo ist er denn jetzt mal? Jetzt sehe ich, ich kann leider nicht auf M drücken, während ich das hier mache. Und zwar, das sind ja diese Verbindungspunkte, also diese... Dieser Pfeil, der von unten sich so aufteilt. Und der ist meistens immer dort, wo Gegnercamps sind. Und wenn man die verbessert, dann ist die Drop-Chance dieser Gegner dann auch höher. Das wird wahrscheinlich auch der Grund sein, warum ich die Geraskäfer am Anfang so gut farmen konnte. Krass, dass das viel so viel in der... Ja, okay, es könnte sein, wenn ich das Pferd mit dem Wagen verbunden habe, dass das extrem viel Ausdauer hat. Es ist zwar dann nicht so schnell, aber Ausdauer ist Ausdauer. Das ist mal die blöde Scheiße, ich habe keine Spitzhacke mehr. Was könnte man denn mal noch mitnehmen hier? Genau, wie gesagt, man geht nach Kalfeon und dann resettet man das Wissen von gewissen Tieren. Und dann hat man wieder die Chance, die zu killen und sich das Wissen nochmal anzueignen. Was aber ein bisschen kacke ist, weil jedes Mal nach Kalfeon zu gehen und so weiter. Deshalb kann man das auch über den NPC machen. Über den separaten NPC, der in Kalfeon rumhockt und der einem dann das Wissen wegmacht. Das heißt, das Wissen an sich ist charakterübergreifend, was ziemlich krass ist. So, wie viele von den Dingern haben wir denn schon? Fuchsfell 5, Wieselfell 108 und so weiter und so fort. So. Jetzt sind die Frage, macht man jetzt mehr Kohle damit, wenn man tradet oder nicht? Ich könnte das jetzt gerben zum Beispiel. Ich könnte es ja mal trocknen hier.
So. Fuchsfell 139 mal 5. 139 mal 5, das sind 500, 650, 695. Was haben wir rausgekriegt? Weiches Leder. Das ist das hier. Könnte gut sein. Es ist sogar ein bisschen höher als der Brenn. Verarbeiten. Fuchsfell, weiches Leder. Schönes Ding. Kann ich da vielleicht noch irgendwas machen? Kann ich noch vielleicht schütteln? Nee. Also ich könnte nochmal trocknen, aber ich denke mal, das klappt, ne? So. Genau, das können wir auch wieder machen. Dieses Effekt klappt leider nicht, aber weiches Leder, wenn ich das nochmal trockne, mal gucken, was dann passiert. Da kommt jetzt bestimmt, so wird das nichts oder sowas, weil es zu wenige sind. Ja. Zu wenig nur... Ah, so, ich kann es nochmal trocknen, das ist cool. Was haben wir denn jetzt rausbekommen? Wir haben jetzt das weiche Leder. So, wir hacken einfach mal durch. Ich hoffe, das funktioniert mit den Banditen so weit, dass ich die... dass ich den ausweichen kann. Oh Gott, okay, ja, die sind zum Glück hier erst in der Nähe. Immer schön die Banditen im Auge behalten. Gut, also ich habe ein bisschen Holz drin und ich habe ein paar Felle drin und größtenteils Kartoffeln. Also was die Kartoffeln angeht, klar, beziehungsweise irgendwas in einem anderen Sack. Ich habe ja hier Stärke drin, dann habe ich noch irgendwie roter irgendwas drin. Was auch immer das ist. Oh. Gehört in der Wagen. So, da gucken wir doch gleich mal auf. Freitierinfo 2. Na, okay. Okay, Ausdauer ist wirklich extrem hoch. Scheint das Pferd überhaupt nicht zu interessieren, wenn man den Wagen hinten angestellt hat. Na, okay. Also, es zieht ja in dem Fall bloß. Ob es das Pferd wirklich entlastet, ist jetzt mal dahingestellt. Ach nee, ich habe den Posten ja gar nicht verbunden hier, das Torhaus. Was ist denn? Irgendwas Rotes hat sich hier weggesappt. Was war denn das? Na dann. Jamie Lannister, der Torwärter. Wie können die bitte hier so ein Teil hier vorne hinstellen? Hä? Das ist voll im Weg. Handelsaufsicht, hast nicht gesehen, ja. I'm Luke from Velia. It's a pleasure to meet you. Schönes Ding. 126, okay, der Preis ist ein bisschen höher. Können wir jetzt verkaufen. Höchstbetrag alle, dankeschön. 101% leider nur, aber es ist egal. Hauptsache, es bringt mir ein bisschen was. Erhöhung um 155, ja, das geht so. Tod im Fragment der Kobolde. Das sieht interessant aus. Ich hoffe, man kann das auch gebrauchen. Medikamente. Was hat denn am wenigsten Preis hier? Boah, das ist natürlich weg, ne? Toll. 101, nein. Keine Dalmatiner. 2036. Auf Lager 4, auf Lager 7. Ja, eine Energie, die werden wir dafür benutzen. Hof Marino, Hof Toscani, 2700, Hof Toscani, und hier Velia. Okay, dann werden wir es halt in Velia verkaufen, ne? So, wir nehmen... Wieso kann ich denn das jetzt... Okay. Ja, genial. Ich kann das leider nur einmal machen. Und wenn ich dann auf zurück drücke, muss ich mir das dann gemerkt haben in dem Fall. Es wäre schon schön, wenn man das so hätte. Dann hätten wir das. Und Totemfragmente testen wir auch nochmal. Velia ist ganz wichtig. Wenn nicht, müssen wir halt noch einen Abstecher sonst wohl machen. 1100. Naja, der Preis ist jetzt nicht sonderlich hoch. Totemfragmente scheinen nicht gut im Preis zu sein. Das gibt es immer noch. Das brauchen wir nicht. Marktpreis, ja. 101%, 105. Okay. Was anderes brauchst du nicht. Was haben wir denn hier?
Roterz der Kobolde, ja. I'm proud that I pay taxes. The money will be used to make Belenos great again. Hier, naja, gut. Nehmen und Moment mal. Hatten wir das vorher nicht schon? Ist jetzt auf einmal bei 100%. Oh, es ist vor allen Dingen bei einem abschwingenden Ast gerade. Das ist gut. Also warum hat das hier bedeutet? Preis von da. Roterz der Kobolde. Ja, ich werde es eh nach Velia bringen, von daher. So, nehmen. Wir nehmen einfach mal alles. So. Kupfer. Der volle Gewicht 1000. Nein, das ist ein bisschen zu viel. Wir nehmen vielleicht mal 10. 557. Nein, das ist zu viel. 5. 208. Nein. Oh Gott, das ist das schwer. 2. Passt. Alles kaufen. Wobei. Okay. 2. Wie sieht es denn jetzt in meinem Inventar? Sieht es gut aus. Und wie ist es jetzt in diesem Inventar aus? Ich habe hier Roterz der Kobolde doppelt drin. Habe ich denn das andere schon drin? Interested in trading? I always welcome traders. So, das hier. Nehmen. Höchstbestellung bestätigen. Passt. Alles kaufen. Ja. Rettier kann nicht weiter beladen werden. Maximal Ertrag, das bereiten. Na komm schon. Nehmen wir halt 3. Bestätigen. Sehr schön. Gut, jetzt wieder zurück nach Velia. Und das... Oh Gott, ich muss hier sehr fix drauf achten. Heieieiei. Gut, also das mit den Kartoffeln hat hier mit nichts zu tun. Ich dachte, das wäre irgendwie was Besonderes. Alter, wie der hier lang hat. Gott, ist der schnell... Naja. Hoffentlich kriegt das Pferd dafür auch Erfahrung. Oder der Wagen kriegt Erfahrung. Das wär's jetzt noch. Oh, scheiße. Die Räder sind ja gar nicht beschlagen. Das ist ein bisschen hart am Limit, ne? Also ich kenne ja eigentlich den Weg nach Velia einfach geradeaus. Also ich mach mal hier. So. Mach ich mal eine Markierung rein, damit ich die Diebe umgehe. Ich dann genau, dass ich mal weiter nach Norden gehe. Ein bisschen querfeld einfahre. Statt diesen Person mit Mörsen zu begegnen. So, jetzt muss ich erstmal nach Norden. Was sind denn überhaupt die Diebe? Stufe 7 von Plätze. Ja, ist aufgestiegen. Seine Chance, ein Talent zu... Irgendwas. So, wo sind jetzt überhaupt die... Ich habe sie schon umge... Ach, die sind auf der Südseite von dem Ding. Okay. Das muss eins auch mal gesagt werden hier. Aber ist schon... lustig mit dem Handel. Wenn ich jetzt noch so hinbekomme, dass ich den Transport automatisch mache. Dummerweise kann ich den Transport nicht bis zum Lager vorne hin machen. Ich kann den Transport maximal oder minimal in dem Fall bis zu anderen Städten hin machen. So, und da ist immer wieder Sweet Testing. Oh Gott, ich muss ein bisschen aufpassen, nicht, dass ich hier gegenfahre und dann ist mein Wagen kaputt. Ist jetzt zwar nicht so sonderlich teuer, aber... So. Jetzt weiß ich, wieso die alle so nah dran stehen. Weil die Entfernung von dem hier bis, keine Ahnung, hier ist schon zu weit. Das ist echt kacke. Die belagern die den übelst. Die müssten die Reichweite von dem noch ein bisschen nach oben setzen.
So, Handel, alles verkaufen, so. Genau, Hauptsache es ist positiv. Blöderweise haben wir hier nur den meisten Gewinn gemacht, weil ich das hier zweimal geholt habe. Dussel, wobei. Ja, ist schon genug da, alles verkaufen. So, wie viel Gewinn machen wir denn jetzt? Benötigtes Geld, 7000, alles verkaufen, ja. So, teilweise abgeschlossen, ja, ist klar. Jetzt kann ich an den hier alles verkaufen. Habe ich nicht noch, eine andere Quest? Egal. Barhaus, Handel ist Quest. Wow, was war denn das gerade? Gefährlich. Hotelbar hat gesagt, ihr sollt kommen. Es an andere Händler verkaufen und dann mit Severo Laube beim Laubenhof bei uns sprechen. Oh ja, ist klar. Das gibt's doch nicht. Jetzt muss ich wieder zu dem Typen da hoch. Was will der denn überhaupt von mir? So, ach so, das war der mit dem Amulett. Das macht jetzt natürlich Sinn. Was hat er denn jetzt in seinem Laden? Weil ich habe ja den Freundschaftsladen jetzt. Das ist hier, Freundschaft 100. Schäbiger Ledersattel, Pferd und Esel. Maximale Ausdauer, danke. Ach so, hier steht Pferd und Esel bei der Ausrüstung. Das heißt, ich könnte das jetzt auch... kann ich das mehrfach machen oder nee, ich brauche das nur einmal. Gut. Vor allen Dingen hier plumpes Hufeisen. Marktpreis ist bei 120.000 Silber. Wer kauft sich das dann bitte für 120.000 Silber, wenn das hier für 15.000 ist? Also, naja. Na gut, jeder, der kein Dings hat hier, ne? So, die weichen Lederteile, die kann man dann wieder verkaufen. Das fetzt schon. Wie sieht's denn eigentlich jetzt mit meinem Stall aus hier oben? Hm? Ist er denn schon verbessert? Stufenaufstieg. Hauen wir gleich mal mit rein. Zwei Stallplätze hinzu. Da kann ich dann wenigstens noch irgendwas anderes machen nebenbei. Und wie sieht's denn hiermit aus? Verwalten. Das ist abgeschlossen. Und ich habe noch zwei weitere Arbeiter. Den kann ich jetzt auch nochmal mit hinschicken und ändern maximal. Ja, und ran. Und dann haben wir noch einen. Was ist mit dem? Wieso ist denn der hellblau hinterlegt? Egal, maximal. Und Arbeit beginnen. So. Braucht man noch was? Moment, wie braucht man insgesamt? 25 brauche ich. Ich habe noch ein paar, das heißt, wir ändern das nochmal auf Maximum. Komischerweise klappt das jetzt nicht. Keine Ahnung. Wie viel? Moment. Wie viel habe ich denn schon gemacht? 3er habe ich schon gemacht. Das heißt, 22 muss ich noch machen. Und ich habe 19 schon drin. Das heißt, ich müsste es noch dreimal machen oder so. Diese Aufgabe wurde bereits beendet. Schönes Ding. Und dann, wieso kann ich denn hier bei dem das nicht sagen, dass er das mal machen soll? Weil es der Raffinierer ist oder was? Stimmt, der Raffinierer, der hat keine Steine mehr. Ist ein bisschen schade. Kaufen nicht möglich, keine Beitragspunkte. Ja, danke schön. Du mich auch. Pferdehof brauche ich jetzt hier nicht. Ach so. Ach so. Okay, also ich habe plus 3. Wie plus 3? Moment, jetzt muss ich mal kurz hier ein bisschen nachdenken. Und zwar. Einer macht das 13 Mal, einer macht das 16 Mal. Hier steht aber schon eine plus 3 da. Was bedeutet das jetzt? Und was kann der? Glück, Ausdauer 5. Oh, noch 6 Mal, noch 13 Mal und einmal hier oben. Was bedeutet noch? Nachdem noch mehr oder bedeutet das insgesamt so viel? Müssen wir jetzt mal gucken.
Also wenn ich das nur noch einmal machen könnte, bei der Arbeitszeit von dem, heißt es, ich müsste ja auf 24 kommen. Das heißt, bei den ganzen müsste ich nicht auf 13 plus 6, 19 kommen, sondern ich müsste auf 14 kommen. Genau, plus dann halt noch das. Was habe ich gesagt? Immer, ja, 19, 20, 21 und 22. Also 19, die noch kommen und 3, die jetzt sind. Da sind wir ja bei 22. Wenn ich den mache, sind es 33. Egal, wir hauen den einfach mal rein. Die maximale Anzahl an Aufgaben, was? Und man wurde bereits erreicht. Was? Ach so, oh, wenn man nicht rechnen kann, ey, Dummheit. So, 25 muss ich machen, 3 sind schon gemacht. Und 3 werden jetzt gerade gemacht. So, und dann kommen noch 19 dazu. 25 minus 3 sind wir bei 22 und das hier sind insgesamt 22, 13 und 9 machen 19 plus die 3, die jetzt da sind, sind wir bei 22. Sehr gut. Oh. Dummheit, ey. Schlimm. So, was wollte ich denn jetzt machen? Genau, diese Quest muss noch abgegeben werden. Bei diesem Laube-Typen. Hab ich die nicht schon abgegeben? Achso, ja, das ist diese Severino Laube-Dings-Quest. Dann habe ich das Ding hier abgegeben. Jetzt müsste ich eigentlich nur noch... Wenn ich schon zu dem Severino-Dingenskirchen muss, dann... Skurrile Abenteurer, 90%. Nein, 81. Ja, 90. Nein, ich versuche einfach das zu finden, was am wenigsten Prozente hat. Brett auswählen, ja, ja. Ich brett dich auch gleich auswählen, ja. 90, gut. Preisgarantie 24 Stunden. Guck mal einfach mal. Ja. Laubenhof 105. Oh, das ist gut. So, wir machen dann bei 105 einen Gewinn von 100. Merken wir uns. Und würde ich jetzt... das hatten wir schon. Nahrung. Nahrung haben sie eigentlich genug. Vielleicht sieht ja der Wein ein bisschen besser aus. Laubenhof 105.000. Ungefähr, Moment. Ja, 100 irgendwas. Bringt mir jetzt leider nichts. So, dann müsste ich nur mal gucken, wie es mit dem Gewicht her ist. 35 ist das. Und 35, 10. 35, 40. Das beides kann ich leider nicht nehmen. 35, 10. 35, 60. 50, 4. 55, sonst was. Eieieiei. Egal, wir nehmen das einfach mal und nehmen das Maximum, klicken auf Bestätigen, klicken auf Alles kaufen und ja. Reittier kann nicht weiter beladen werden, maximale Traglast erreicht. Okay, was ist denn jetzt mal das Maximale, was wir machen? Gewicht des verfügbaren Reittiers, 270. Gut, wir haben, dann nehmen wir mal 7. Wir haben 247. Mhm. Müsste ja eigentlich gehen. Ja. Perfekt. Nehmen wir vielleicht noch was? 247. 58 könnte ich jetzt noch reinnehmen. Das müssten die unbedingt mal machen, damit das nicht überläuft. So, nehmen wir nochmal 1. Bestätigen. Sind wir bei 35. Sind wir bei 70. Das heißt, es ist immer wieder maximal. Ja. Es gibt keinen leeren Platz. Doch, es gibt Lernen. Ach so, man kann es ja nicht stacken. Oh, was ist das? Verpackte Handelsware. Was will ich denn mit verpackter Handelsware? Ich will jetzt hier wieder auf meinen Wagen. Beziehungsweise will ich erstmal hier mein Inventar öffnen. Genau, 1, 2, 3, 4, 5, 6 und dann noch ein bisschen mehr. Gut, also ich kann hier maximal 6 Gegenstände mit mir rumschleppen. So, aber ich komme hier echt ums Verrecken nicht nach hinten. Wenn ich jetzt hier Rechtsklick mache. Wow, wow. Seit wann ist ein Rechtsklick nach vorne laufen? Oh Gott. Ey, das müssen die echt mal ein bisschen fixen hier, das nervt.
Gott, ey. Diesen Wagen zu manövrieren, das ist schon echt eine Geduldsprobe. Weil das Teil extrem scheiße zu lenken ist. Oh, der hat ihn sogar schon ein bisschen beschlagen. Der ist ein bisschen besser als meiner an. Wie das Teil abspackt. Das ist auch ziemlich geil. Man muss sich einfach nur mal... Herrlich. Man muss sich einfach nur mal auf die Straße legen.